Tag, der Uwe aus Thailand. Heute ein volljähriges Spezialvideo. Richtig. Und zwar hat jemand in den Kommentar geschrieben und doch einen Link geschickt zu einer Wellensittich-Dusche. Das Video habe ich mir angeschaut und das hat mir ganz gut gefallen. Jetzt wollen wir das mal umsetzen und hier eine Dusche einbauen für die Vögel, weil ja der Topf wird ja so nicht angenommen, muss ich sagen, also die gehen da ja nicht rein. Da kam ja auch schon der Tipp, dass die Farbe eventuell nicht von den Vögeln angenommen wird, deswegen mache ich das Teil gleich nochmal schwarz hier. Und da drin machen wir jetzt Folgendes, pass auf. Ich habe das Teil jetzt bestellt hier im Lazada. Im Lazada, tada, genau, falsch rum, tada. So, jetzt pass auf. Guck hier. Guck hier. Das ist so eine kleine Solarpumpe. Die hat 180 Liter in der Stunde, soll die bringen. Und Solar, Kabel dran, 3 Meter. Dip, 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 Solarplatte oben drauf. Dip, 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 in die Sonne rein. Und dann läuft das Teil, wenn Sonne scheint. Wenn regnet, dann brauchst du das Teil ja sowieso nicht. Also dann geht es dann dahin. Ja, Donald, jetzt geht das Wasser weg. Du hält. Ja, du hält. Einzige, die da hingehen, sind die Gebäus. Ne? Die anderen wollen da in dem Topf gar nicht rein. Also, das werden wir jetzt mal versuchen umzusetzen. Und wir müssen mal probieren, ich weiß auch noch nicht, wie wir das da und da machen. Das muss irgendwie jetzt hoch hier, das ist ja viel zu tief dann da, das muss ein bisschen höher noch hier. Ne, mal gucken. Und der Platz glaube ich auch nicht optimal. Vielleicht machen wir dann dahin, dann kommen wir auch gut hier immerhin zum Wasser nachfüllen. Wir werden es mal probieren. Okay? Also, lasst uns mal anfangen zum Basteln hier. Draußen Dreibein, ne? Schön verschrauben und dann in der Mitte kommt dann der Topf wieder rein. Ganz einfach. 4 Beine besser. 4 Beine besser. Zack, steht da. Aber sieht das schön aus. Man sieht das schön aus da oben. So, ne? Muss den unten noch ein bisschen eingraben, dass sich das dann nicht ne? Abhaut dann da. Und dann steht das schon mal und sieht auch dann schöner wieder aus und passt sich in der Foliere an. Jetzt kommt wieder eine, ja, mach hier Schweiß oder was. Ja, dann kommt der andere wieder, sieht nicht schön aus hier. Ne? So, Holz rein, ein paar Schrauben rein. Na, kann doch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, das hält auch noch so. Muss aber lange Schrauben haben. Ne? Lange Schrauben. Und dann steht das Teil erstmal. Gut, also, das haben wir jetzt. Das heißt, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier was reinmachen, dass es jetzt höher kommt hier. Na? Schauen wir mal. Das hat vorne den Ventilator auseinandergebaut. Ja, sage mal, Tilak! Den Ventilator rein. Den Ventilator rein. Jetzt anfangen. Könnte man das da reinmachen? Jetzt ist das Problem, dass die Pumpe ja nicht trocken laufen darf. Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Mal gucken, die muss ja so einen Abstand haben, die muss ja einen gewissen Abstand haben, dass die mit Wasser voll ist. Dann müsste eigentlich schon wieder tiefer. Da. Warte, ich hole mal die Pumpe. Pumpe ist da? Da. Das ist nicht tief genug. Da ist schon nur so ein bisschen hier, das ist nur so ein bisschen hier. Lieber hier unten. Oder ganz unten wäre mir noch am allerliebsten. Dann da, kommt viel Schmutz, das muss aber hier dann für Verlängerung haben. Hat der überhaupt so viel Rohr jetzt dabei? Das ist mal eine Frage jetzt. Hat der so viel Rohr dabei?
So, warte. Das ist nicht lang genug. Das sind die verschiedenen Aufsätze, die du hast hier. Okay. Und davor. Ja. Verschiedene Aufsätze. Was ist das hier unten noch? Muss man es auch noch machen zum Spritzen hier. Okay, das kommt dann hier hin. Okay. Und Partnerchen. Hä? Partner. Ja, aber das ist mir zu wenig Wasser hier. Da muss ich genau aufpassen, dass hier bloß nicht. Nein. Bohlen. Dann hier. Dann hier stecken. Dann Waterfall haben. Ja, aber das ist nicht lang jetzt. Ja, gut, da müsste ich. Aber unten. Wasser drin. Warte mal, unten. Oder muss irgendwie noch. Aber habe ich denn so einen kleinen Schlauch oder was? Also Problem jetzt, jetzt musst du den hier unten machst, okay, aber da kommt er nicht hoch. Dann müsstest du hier noch wieder was drauflegen. Ande hat hier vorne. Hat? Okay, Beiläu. Jetzt haben wir den da. Wenn ich den da jetzt reinstecke, dann habe ich ein Loch durchgebohrt, okay. Aber das Ding wackelt. Wackelt die. Das ist. Ja, Spaghetti kannst du auch machen, ja. Das ist, glaube ich, für die Vögel nicht so angenehm, dann haben die wieder Angst. So, das auf, machen wir anders. Den säge ich hier aus. Ja. Und dann geht er genau runter, genau bis dahin und dann passt er wieder genau drauf auf den anderen. Hm? So? Hm. Genau. So machen wir das. Okay, Stichsäge, auf geht's. Kabel hast rein, drunter gelegt. Ach, schon produktiv, hä? Also jetzt pass auf, Loch rein. Tada! Geil, oder? Tät anfangen, wenn wir kurz starten, dann kaufen wir neu. Ach so, von der Soccerbock. Ja, dann sind Leute sagen, ja, ich bin den für diese neue. Ganz schmutzig, wir müssen kaufen neue. Also, ja gut. Sagt ihr schon, was die Pumpe kostet? 230. 228 mit Versand. Wenig kostet Stadt. Ne? Ja, also. Dann muss ich die Parallele lassen. Ach so, weil wir den nicht mehr hatten. Ja gut, ja. Das kann ich ja egal machen. Also das, zack, jetzt steht er eigentlich gut. Ne? Ja, ich meine, das ist jetzt, ne? Das ist jetzt eigentlich okay. Ne? Wenn Vogel kommt, das müsste normalerweise dem nichts ausmachen. So, das passt. Dann kommen also dann hier die Aufsätze drauf. Springbrunnen läuft und Vogel kann duschen. Geil, oder? Das würde ich sagen, bauen wir jetzt mal ein. Ne? Was ist das denn? Was ist das? Donald. Donald? Was ist das denn? Pass auf. Also, da haben wir den jetzt hin. Hier. Ja, sollte wohl funktionieren. Dass die Papageien hier nicht dran an den Kabel fressen. Hier noch so ein. Kann die Anna laufen? Natürlich. Kann auch Anna hier rüber laufen da, wenn sie lustig ist dann da. Ne? Dann geht es dann raus. Und dann legen wir das Kabel von außen. Siehst du, geht schon am Fressen. Siehst du, geht schon los. Etwas Neues. So, also dann legen wir es hier außen, dann da oben hoch. Und dann sollte es da oben an dem reichen. Das reicht vom Kabel, ne? Reicht, ne? Ja. Und dann da oben hin. Hallo, Anna! Die Pumpe darf nicht trocken laufen. Das heißt, wenn wir jetzt Solar jetzt dran stecken, dann kann die Pumpe schon anspringen und das wäre blöd. Mach hier erstmal jetzt Wasser rein und dann sehen wir, wie das funktioniert. Kann man also außen dann schön befüllen hier. Gut, ne? Zack, zack, zack. Voll machen. Solar oben hinlegen. Da müssen wir auch gucken, dass es einigermaßen vogelsicher ist. Ups. Ja, die ganze Kamera voll gespritzt. Gut, jetzt kommen wir hin, aber vielleicht machen wir den auch noch raus hier und legen da eine Platte rein aus Ton. Ne? Das könnte man vielleicht auch noch machen. Eine Tonplatte reinlegen hier.
Sieht erstmal schöner aus, ein zweites Mal ein bisschen schwerer und das wackelt dann nicht so. Wasserstand gefällt mir eigentlich auch noch nicht. Wäre mir angenehmer, wenn es noch ein bisschen tiefer wäre. Das ist nämlich schon knapp. Porn, guck mal, ne? Schon knapp. Vom Wasserstand hier. Das ist mir eigentlich schon ein bisschen knapp, du. Aber so soll er sein. Der darf sogar halb runter sein. Da, was steht da in der Anleitung drin? Aber das müssen wir noch ein bisschen tiefer legen, du. Na? Aber erstmal wollen wir testen, ne? Ja. Ja, das sind solche Feinheiten noch, was wir noch da ändern können. Da sich da vielleicht nochmal mit losschraubt, die eine Platte hier unten drunter, diese jetzt gelbe hier. Und da vielleicht noch ein paar Scheiben drunter legt, ne? Weiß ich, dass die Pumpe da jetzt tiefer kommt, die Platte einfach ein bisschen tiefer legen. Also, ich zeig dir hier. Ich zeig dir. Was ich meine, hier, diese gelbe Platte ist ja nur mit verschraubt. So, und die kann man ja tiefer legen. Mit ein paar Abstandshalter drunter, andere Schrauben rein. Ne? Und dann wird das Ding auch wieder tiefer. Das sind aber so Feinheiten, die wir da noch machen werden. Also gut, das erstmal so. Und jetzt machen wir mal Solar dran. Das muss ja auch irgendwie papageiensicher sein, ist ja klar. Den da hinten hinlegst, da kommt Papagei und frisst kaputt. Wir haben einen kleinen Ständerle hier noch gemacht hier. So, dann kann er da drauf, zack, zack. Löcher rein hier, 4 Stück. Draht rum zu. Kabel dran. Fertig. Hier geht genau die Naht lang, die Breite von dem Füller. Das dürfte jetzt vom Licht nichts ausmachen. Muss auch sturmsicher sein, ist ja klar. Ne? Kommt schon nachher nicht mehr hoch da. Ne? Gut, rein damit. Wie geil, das funktioniert. Das funktioniert! Ja, ich werde beglückt. Aber das spritzt mir schon viel zu hoch. Das spritzt mir viel zu viel weg. Guck mal. Das ist ja mir zu hoch. Aber hat noch andere Aufsätze da? Mal gucken. Hallo, ist schon gut. Hallo. Du sagst immer am Ende vom Video, sagst du Hallo. Mitte. Mitte. Ja, Mitte, innen oder vorne. So. Aber das funktioniert, du ehrlich, du. Das kleine Teil hier mit 224 6 Euro, das funktioniert, ey. Du hast ja nicht schlecht. Wir müssen gucken, ob es doch angenommen wird jetzt von den Vögeln. Ja, was die sagen. Und was ich sage, also ich muss da wirklich den ein bisschen tiefer legen, weil das ist mir zu riskant, ne? Ich weiß nicht, wie es dann. Wenn hier mal Wind kommt oder so, ja gut, dann ist die Pumpe aus. Ne? Oh, habe ich dich ausgesperrt? Ja. Wie unangenehm. Den Stecker kannst du unten drunter schieben, ne? Den Stecker. Mein kleiner Stecker, da kannst du auch, der passt unten drunter. Gerade wegen Regen, beziehungsweise ist zwar eine Dichtung mit zwischen, aber besser das Kabel ist unten drunter. Also Kabel 3 Meter. Das reicht eigentlich, du. Vorhin, dein Stuhl ist zu kurz. Ich bin zu kurz. Ne? Aber sonst, du, ich bin ja echt von den Socken, dass das überhaupt funktioniert. Ach, ist das süß. Ne, also so für eine Vogeltränke, ne, ist das eigentlich in Ordnung, ne? Ja, das kann man ein bisschen hier, warte mal, ein bisschen so, dann ist das wieder anders hier, ein bisschen wackelig hier. Ob wir das noch ein bisschen festmachen hier mit Spaghetti noch oder was, ich weiß nicht, mal gucken. Ich muss gucken, wie das jetzt überhaupt annehmen, ne? Wie das jetzt annehmen werden. Und aber den mache ich auf jeden Fall noch tiefer, weil das ist mir zu knapp, du. Ne? Ne, die Pumpe. Weil der Wasserspiegel muss dann wirklich exakt immer voll sein, ne? Du verstehst, also wenn das jetzt rausspritzt, ja, ne, dann läuft die Pumpe trocken und dann Pumpe kaputt. Aber jetzt müssen wir ein bisschen tiefer legen. Und den vielleicht noch austauschen hier gegen Ton. Ach, das ist das schön geworden. Ist das schön, du, so. Und was ich sagen muss, die Sonne ist eigentlich jetzt ja gar nicht da. Ne, guck mal. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht Sonne hier. Hör mal, was ist denn da? Wo ist die Sonne denn? Guck mal, das ist gar nicht da, Sonne. Da. Und spritzt aber trotzdem schön. Wie geht's?
Nie, würde mir gehen, nie. Du sollst da jetzt duschen gehen, du Held. Ja, Kopf ging jetzt hier durch. Duschen sollst du duschen. Alarm essen. Was gibt's heute? Möhren, Zitronengras und? Ja, Kernhut. Ja, okay, gut. Geht auch. Möhren geht auch, ja. Papa? Ich gucke ja schon. Gut oder nicht? Ist gut oder nicht? Ja. 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 Gut oder? Ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut oder? Ja. Ja. Okay, gut. Ja. Vogel ja. War gut. Dankeschön. Hä? Badespaß. Ach, und das schön. Ja. Ja. Guck mal, Leo. Daisy? Also ich denke immer hier, wenn die hat nämlich hier so einen kurzen gelben Kamm und Thomas hat einen längeren. Ich vermute mal. Ne? Ja, also würde ich sagen, das lassen wir so. Oder muss um einer Woten hier hinlegen. Oder Ach so, nochmal Holz drüber legen. Ja, von hier Mitte. Gut, ihr könnt das hier oben nochmal jetzt verschrauben hier. Ne? Nochmal hier oben nochmal mit dem Holz nochmal drüber hier verschrauben. Guck mal, Kopf. Aber dann würde ich. Dann kriegst du die Sachen jetzt aber dort nicht mehr raus. Wenn ich das hier jetzt zumache, dann hier. Hinlegen. Guck mal, festzütteln da. Ne? Hat das Sturm sicher ist hier. Oh. Ah, jetzt ja. Das sieht man gleich, wenn vorne davor ist, dann geht weg. Also, es spritzt raus. So stark ist doch die Pumpe, hätte ich gar nicht gedacht. Das heißt, wir müssen da wirklich jeden Tag nachgucken hier, dass genug Wasser drin ist. Das muss sein. Ja gut, muss sowieso machen, ist klar. Ne? Aber das ist nicht jetzt vergessen, wenn wir jetzt nicht da sind. Ne? Wenn die Poi jetzt da ist mal wieder, ne? Und dann muss ich also wirklich hier jeden Tag gucken, da ist Wasser voll. Ne? Boah, das müssen wir aber einschärfen hier. Jetzt haben wir die teure Pumpe gleich kaputt mit 200 Watt. Menschenskinder dann. Hui, ich halte die Leiter fest, Moment. Normal müsste ich dich ja echt jetzt von der Gleiter runterholen. Du hast die noch nicht mal richtig aufgeklappt. Porn! Ich werde bekloppt. Rücksichtslos, ehrlich doch. Schlimm mit meiner Frau, echt du. Ja, komm, Alter. Ja. Die Lack. Das hält jetzt 100 Jahre, oder? Genau. Jetzt hast du schon alles jetzt festgemacht. Ich sag den Stecker noch unter die Platte schieben. Wegen Regen. Ich komm gucken. Ich mach. So, wie haben wir das jetzt gemacht? Schön, ganz toll. Schön, ganz toll. Guck mal, jetzt ist 12 Uhr mittags, das Ding spritzt ja fast bis oben hin, ehrlich, du, die Pumpe da, du. Was? Guck mal, ja. Ehrlich. Also da ist schon, also, hätte ich ja gar nicht gedacht, so viel Dampf drauf da, du, auf der Pumpe. Also echt, du, mein lieber Scholli, das Ding funktioniert. Warte, die Dusche. So, jetzt müssen wir gucken, ob sie es noch annehmen, ich habe noch nicht gesehen. Aber wir haben jetzt 12 Uhr Mittag da, jetzt brauchen wir auch mal Mittagessen. Das war jetzt mal eine schöne Freitag-Vormittagsbeschäftigung hier. Eben schwind da was konstruieren da und mal eben da was bauen. Und vor allen Dingen einwandfrei und gar nicht teuer. Ne? So muss es immer sein, oder? Ja. Darf nicht viel Geld kosten dann hier. So, zack, zack hier.
Also, ich würde sagen, nee, meine Frau gesagt noch was. Nichts, sag nichts. Wieso sagst du nichts? Weiß ja nicht. Müssen wir noch was umändern? Nein. Was sagst du noch, mit Holz oben drüber machen noch? Oh, wie das hochspritzt du. Nee. Mittagszeit, du. Mitte. Also doch wirklich sehr zufrieden. Gut, Qualität. Ja, Lasada. Guck mal rein dann da. Solar, was stand da? Solar, Teichpumpe, Solar. Ja, irgendwie sowas dann da. Ne? Guck, so ist so eine ganz kleine hier mit 200, nee, 189 Watt. Ne? Und dann kommt Versand noch dabei. Also, ich würde sagen, wir schauen mal, ob ich mal ein paar Aufnahmen kriege, wenn sie dann da am Baden sind, dann da, ne? Das nochmal nachreichen irgendwann. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Immer dann denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und, nee, halt mal, wir müssen noch mal einen kleinen Spoiler machen. Wir müssen morgen, also muss ich noch mal sagen hier, weil morgen kommt noch ein Video. Es geht wieder ziemlich lange dann da, ne? Aber es kommt was für die Foliere wieder. Und schaut euch das mal an, wir sind morgen wieder auf Tour. Porn und Uwe auf Tour, ist immer, immer lustig. Also, morgen haltet euch den Sonntag schon mal frei, 45 Minuten. Und dann würde ich sagen, morgen Sonntag. Morgen kommt das Video am Sonntag. Oh, yeah. Ne, Sonntag. Also, das war's für heute und tschüssle. ก็ได้กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอู๋อุ่นพรค่ะขอบคุณค่ะชื่อสเลฮาวเดอร์เอเลอร์แซวูดอวิดาลูเกอร์เบียตีอุ่นชื่อสเลอุ่นชื่อสเลชาวชื่อขอบคุณค่ะ